Der 22. März war ein schwarzer Tag für Belgien, ein schwarzer Tag für Europa. Heimtückische Mörder verübten eine entsetzliche Terrorserie in Brüssel. Das zynische Kalkül solcher Attentäter ist es, ganz Brüssel, ganz Belgien, ganz Europa in Furcht zu versetzen, damit die Angst und der Hass unsere Herzen erobert. Deshalb müssen wir besonnen bleiben. Nicht jeden Muslim unter Generalverdacht stellen. Nicht den Islam mit dem primitiven Islamismus der Mörder gleichzusetzen. Wir dürfen uns nichts vormachen. Dieser Terror ist global. Und übrigens sind die meisten der Opfer dieses Terrors Muslime. Dieser Terror ist eine globale Herausforderung und wir werden sie nicht durch einzelne nationale Maßnahmen beantworten können. Der Kampf gegen den Terrorismus bedingt, dass wir zusammenstehen, alle, in Europa gemeinsam und in der Welt.